Guten Abend und herzlich willkommen bei Unzensiert, der Interviewreihe hier beim Filmfest Hamburg. Heute Abend zu Gast Ruth Marder, Regisseurin aus Österreich. Ihr Film Life Guidance wird heute Abend Deutschlandpremiere feiern, hier in Hamburg beim Filmfest. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Marder. Guten Abend, ich freue mich auch sehr. Ich möchte kurz noch darauf hinweisen, dass uns glücklicherweise die Zeit-Stiftung unterstützt und jetzt gleich zu Ihnen, Frau Marder. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, wie wenig ich tatsächlich über Sie auch persönlich im Internet finden konnte. Nun ist ja Ihr Film Life Guidance, der heute startet, ein Film, der sich auch damit beschäftigt, nämlich dem durchleuchteten Menschen, dem Menschen, der sich perfektioniert, aber eben auch in all seinen Details nach außen hin zeigt. Ist das für Sie persönlich eine Entscheidung gewesen, das gerade nicht zu tun? Genau, also wir gehen in dem Film davon aus, dass die Leute freiwillig ihre Daten ins Netz gespeist haben, dass es gar keiner staatlichen Überwachung bedarf, weil ja die Leute das freiwillig ohnehin tun. Und sowohl der Co-Autor und ich legen Wert darauf, eine Privatsphäre zu haben. Was ist denn für Sie im Speziellen der Wert einer Privatsphäre? Also das ist ein Wert an sich. Also ich möchte einfach nicht, dass Leute persönliche Details über mich im Netz finden. Das ist aber für viele ja exakt der Antrieb, sozusagen zum Beispiel auf Social Media aktiv zu sein und sich zu präsentieren. Ich finde diesen Gedanken sehr, sehr spannend, den Sie da gerade geäußert haben, dass diese neue Willigkeit von uns online zu zeigen, ja quasi dann gar keiner staatlichen Überwachung mehr bedarf. Inwieweit ist das was, was Sie generell umtreibt und auch zu Ihrem Film Life Guidance gebracht hat? Ja, das war einer der Ansatzpunkte. Also auch wie die Mittelschicht sich entwickelt hat, was die Träume der Mittelschicht sind, dass sie immer perfekter sein will, dass sie aber auch mehr Geltung möchte, also auch in diesen Social Media. Wir haben ja die Social Media in diesem Film völlig ausgeblendet, sondern es ist vorausgesetzt, dass bereits alles über jeden bekannt ist, also bis ins kleinste Detail, bis hin zu den Träumen. Und die Leute stellen ja tatsächlich ihre geheimsten Dinge ins Netz, jetzt schon. Ihr Film ist ein wurde oft als dystopischer Thriller bezeichnet und das, was ihn also auch besonders für mich besonders bedrückend gemacht hat und noch zusätzlich verstörend war, dass diese nahe Zukunft eben wirklich sehr nah an uns dran ist. Also gar nicht so die klassische Science-Fiction-Geschichte sehr, sehr weit weg, sondern die allumfassende Überwachung eben sehr nah an uns. Ist das tatsächlich Ihre Meinung, dass es bald so sein wird? Also für uns war der Reiz, eben etwas zu machen, was unsere Welt verstörend ähnlich sieht. Die Idee war ursprünglich eben einen Science-Fiction-Film zu machen, wo die Leute allmählich draufkommen während des Schauens des Films. Das ist ja schon jetzt. Also das war eigentlich die Ursprungsidee. Und also ich glaube schon, dass wir nicht so nah entfernt sind an dieser geschilderten Welt. Nun haben die Figuren und Darsteller in ihren Filmen aber überhaupt keine technischen Geräte. Das hat mich irgendwie irritiert. Mhm. Das war auch eine bewusste Entscheidung von uns, weil es dann zeitlos ist. Weil immer wenn ich ein technisches Gerät zeige, ist das ja in 5 Jahren überholt und auch die Ästhetik des Films ist überholt. Wir wollten einen zeitlosen Science-Fiction-Film machen. So wie in Clockwork Orange zum Beispiel auch. Ah, okay, das war also wirklich tatsächlich so geplant? Das war geplant, ja. Mhm. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, war die Architektur in dem Film. Ich hatte so den Eindruck, dass Sie sehr viel Wert darauf gelegt haben, besondere Gebäude auszuwählen. Vielleicht könnten Sie mir mal darüber erzählen, welche Bedeutung Raum im Film für Sie hat. Also für mich hat Raum eine sehr wesentliche Bedeutung, auch so wie Musik oder Schauspieler, wie alles, also jedes Department hat eine wesentliche Bedeutung. Und die ausgewählten Räume, also die Motive, erschaffen ja eine filmische Welt. Und je präziser ich diese Motive auswähle, umso besser kann ich diese filmische Welt erschaffen. Können Sie es mir konkret erklären an Life Guidance, was Sie da zum Beispiel, auf was Sie insbesondere Wert gelegt haben, was Sie damit erzählen wollten? Naja, wir haben
verschiedene Schichten dargestellt. Also zum einen diese funktionierende Mittelschichtwelt, die hauptsächlich in dem Einfamilienhaus spielt, das auch sehr aufgeräumt ist und so und sehr lichtdurchflutet und sehr technisiert mit diesen Jalousien und so weiter. Dann sieht man die arbeitenden Working Poor in diesem menschenüberlaufenen Unterschichtviertel, wo die Leute abgehetzt sind von der Arbeit, wo auch diese Szene in der Nudelküche spielt. Und dann dieser Sozialbau mit den Minimumbeziehern, die nur mehr diesen Sirupsaft trinken. Und was auch wichtig ist, dass die Räume reduziert sind, also dass sie nicht voll beladen sind oder dass zu viele Farben sind und so, sondern dass man ein Farbkonzept hat und ein Gestaltungskonzept, wenn man an einen Film herangeht. Haben Sie gezielt eine andere Optik, sich für eine andere Optik entschieden als bei Ihren anderen Filmen? Also für mich wirkte das Gestaltungskonzept schon anders. Und wenn ja, welchen Grund hatte das? Naja, jeder Film hat ein anderes Erfordernis. Ne? Also wenn Sie jetzt auf Struggle anspielen, also Struggle hat sehr viel mit dokumentarischen Elementen gearbeitet, aber die Bilder waren auch gestaltet und in sich war ja die filmische Welt genauso richtig. Also es gilt immer, die richtige filmische Welt für den richtigen Film zu finden. Struggle war ein Drama, mit dokumentarischen Elementen arbeitenden, in einer echten Putenfabrik gedreht, wo auch alles stimmen muss. Und das ist ein Science-Fiction Thriller in der nahen Zukunft, ein futuristischer Thriller, wo auch alles stimmen muss. Also es ist einfach eine andere Anforderung. Ja. Mir ist auch aufgefallen, dass Sie Ihre Hauptfigur sehr oft zentrieren in dem Bild. Sie sprachen gerade schon Clockwork Orange an. Ich habe da tatsächlich an Stanley Kubrick gedacht, also auch alles so auf die Mitte ausgerichtet. Ist das was Sie auch sehr klar vorher konzipieren? Oder? Ja. Es wird alles konzipiert, also ich mache das so, ich mache eine Auflösung im Vorfeld ganz allein, da sitze ich monatelang und zeichne jede Einstellung auf. Also die wird gezeichnet, das dauert ungefähr 3 Monate, weil ich schaffe so ungefähr einen halben Tag also daran zu arbeiten, konzentriert und dann bin ich müde. Und dann wird das mit der Kamerafrau durchgegangen und das eine oder andere noch adaptiert, aber nicht sehr viel. Und dann werden eigentlich die Räume nach diesen Anforderungen gesucht. Also zum Beispiel beim Haus Iris war es klar, dass wir eine lange Steadicam-Fahrt durch das ganze Haus gebraucht haben und wie diese Treppenaufgänge zu sein haben und so. Und dann müssen eben die Räume sich dem Bild unterordnen. Das ist vielleicht noch ein Anschluss zu der Frage vorhin mit den Räumen. Ja, das ist wirklich unglaublich spannend. Also Sie sind, glaube ich, auch sehr in dem Prozess des Schauspielerfindens und auch in den Proben sogar involviert, oder? Ja, natürlich. Also beim Casting mache ich mit. Also ich bin da auch dabei, bei jeder kleinen Rolle fast. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen, wenn es sich terminlich gar nicht ausgeht. Aber sonst bin ich wirklich bei jeder kleinsten und kleinen Rolle dabei, wenn gecastet wird. Also ich schaue mir auch die an, die es dann nicht werden. Also ich mache richtig beim Casting mit oder mache auch in der Vorauswahl mit, schaue mir die ganzen Homepages an, diese ganzen Datenbanken. Also wir haben uns 20.000 Leute angeschaut. In den Datenbanken gibt es das ja im deutschsprachigen Raum. Und dann gibt es Proben, also auch mit den Hauptdarstellern, aber auch mit den anderen Rollen. Die Proben haben 2 Wochen gedauert, jeden Tag. Oh, Wahnsinn. Arbeit wird in Ihren Filmen, also spielt es ja eine große Rolle, also wie Menschen arbeiten, was Arbeit bedeuten kann, auch im negativen Sinne, also dieses Ausbeutende, aber eben auch die Einsamkeit, die oft da drin steckt, auch bei erfolgreichen Personen. Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit? Also mir macht meine Arbeit Freude, Gott sei Dank. Also es ist auch ein Privileg natürlich, meine Arbeit. Es gibt auch Phasen, wo sie sehr schwierig ist, also wo ich mir denke, ich wäre doch lieber Hausfrau und dann frage ich meinen Mann, ob ich nicht Hausfrau werden kann. Und ich habe aber den Spitznamen Superkatastrophenhausfrau zu Hause. Und er sagt zwar immer, ja, also ich darf Hausfrau werden, wenn ich ganz verzweifelt bin, aber ich werde es dann eh nicht. Also ich mache es dann eh nicht und kehre wieder zum Film zurück. Was macht sie denn so katastrophal zu Hause? Na, ich mache so wenig und das so schlecht. Also anscheinend ganz im Gegensatz zum Filmemachen. Ja, das klang genau. Nämlich gerade sehr intensiv. Und ja, genau. Da bleibt keine Kraft mehr. Zwischen Ihren verschiedenen Filmen, die Sie gemacht haben, also Life Guidance ist ja Ihr 2. Langspielfilm und Sie haben auch einige Dokumentationen
gedreht sind ja aber des Öfteren auch mal Pausen. Wie kann ich mir vorstellen, was machen Sie in diesen Pausen? Was findet da statt? Ich habe eine lange Pause gehabt zwischen Struggle und What is Love, weil ein Projekt nicht zustande gekommen ist, das ich sehr gern realisieren wollte. Das ist ein Thriller in einem katholischen Mädcheninternat, der heißt Serbia. Und ich habe damals 1,8 Millionen Euro aufgestellt, hatte aber 4,5 gebraucht. Musste das Projekt auf Eis legen und das hat mich 5 Jahre gekostet und dann dadurch diese lange Pause. Aber ich brauche ungefähr 5 Jahre, um einen Film herzustellen. Also von der Idee oder vom leeren weißen Word-Dokument bis zur Präsentation, bis zur Premiere brauche ich 5 Jahre. Was inspiriert Sie für Ihre Filme am meisten? Also zum einen persönliche Erlebnisse. Also das nehme ich zum Schreiben heran und dann auch Recherche. Also ich schaue mir dann Filme an, auf Video, borge mir Filme aus, lese Bücher. Das ist so die Anfangsphase, sammle Ideen, treffe mich mit dem Co-Autor Martin Leidenfrost, mit dem ich schon seit über 20 Jahren arbeite. Wir überlegen, welchen Stoff wir machen oder ich habe schon eine Idee zu einem Stoff und wir reden zu einem Stoff. Also bei dem Stoff haben wir lange gebraucht, also bei Life Guidance, bis wir überhaupt herausgefunden haben, wie wir das anlegen können. Also wir haben gewusst, es gibt so ein Unbehagen in der Gesellschaft, zum einen diese Kontrolle, zum anderen diese Infantilisierung der Gesellschaft, dann auch dieses Preisgeben von Daten, dass alle ein Star sein wollen. Das ist ja auch der Hintergrund, warum die Leute die Daten preisgeben. Und es war ein sehr langer Prozess sozusagen der Recherche und des Nachdenkens, bis wir zu diesem Plot gekommen sind. Infantilisierung der Gesellschaft, das finde ich sehr interessant. Würden Sie mir das nochmal genauer erklären, was Sie damit meinen? Na, im Prinzip ist es das IKEA-Prinzip, ne? Also dass man mit Du angesprochen wird und dass alles so kindgerecht ist, also mit diesen Handys auch und alles so spielerisch ist und so für Erwachsene. In Ihrem Film gibt es ja auch eine Agentur, die sich dann gezielt um Erwachsene kümmert, die sich nicht so verhalten, wie es eigentlich gerne gesehen werden würde. Was meinen Sie, wie groß ist diese Sehnsucht tatsächlich danach oder wie groß ist die Gefahr, dass wir uns wirklich da in diese Richtung bewegen, die Sie ja in unserer nahen Zukunft angesiedelt haben? Na, ich glaube schon, dass das Sicherheitsbedürfnis sehr groß ist. Und diese Agentur, die wir schildern, kommt ja auch aus so einem, also die Idee dahinter ist ja auch dieses Sicherheitsbedürfnis, das die Leute haben. Dass auf der einen Seite Konformität ist und auf der anderen Seite sich herausheben aus dieser Konformität, aber nur im Sinne von Facebook irgendwas posten oder so. Sie sprachen ja gerade an, dass Ihr Entscheidungs-, also Ihre Inspiration sowohl persönlich als auch durch die Recherche kommt, auf persönlicher Ebene, gerade wenn es um so ein Thema geht. Gibt es denn da so Momente, die Sie dann irgendwie stören? Wie kann ich mir das vorstellen? Mit Ihrem Freundeskreis oder mit dem näheren Umfeld, dass Sie... Na, nicht so das Thema, sondern zum Beispiel so Nebenfiguren, also der Mann mit den Rosenkränzen, also dieser Mann, der wunde Beine hat und diese umgehängten Rosenkränze, den habe ich mal auf der Straße gesehen. Also solche Elemente oder so sind dann wieder, ist nur als Beispiel, ja. Also gibt es wirklich oder habe ich mal gesehen und dann wird das eingearbeitet. Oder ich war auf einem Filmfestival in Rotterdam und gehe so runter, wenn die Leute sich ihre Brötchen holen an so einer Theke und man sieht so ein abgearbeitetes Paar, das hinter der Theke stellt und sie haben keine Kinderbetreuung. Das Kind ist auch da und weint und die Leute drängen auf ihre Brötchen und so. Das waren so diese Working Poor und die anderen sind oben in so einem Glasgebäude und pitchen ihre Projekte und so. Also diese Separation von Schichten. Und das sind halt immer so Eindrücke, die man hat im Leben. Und dann ist es sozusagen Material für das, was man fiktional machen kann. Sie leben in Wien. Ist Ihr Leben, sozusagen Ihr Großstadtleben in Wien, auch inspiriert von solchen Eindrücken? Also ich hatte zum Beispiel bei den Working Poor im Film das Gefühl, die schleppen sich so wie Zombies durch die Straßen und als wäre auch sämtliche Lebensenergie abgesaugt. Kann ich mir Sie also in einem Wiener Café vorstellen, wie Sie auf die Straße schauen und auch so ein Gefühl haben? Oder? Nein, also im Café sitze ich nicht so häufig, aber zum Beispiel, also ich weiß nicht, welches jetzt mit den Zombies, meinen Sie die Schlafburgbewohner oder die, genau, also, die Schlafburgbewohner? Ja. Also ich habe in meinem Büro in einem Viertel, das so ist.
Also tatsächlich? Ja, also ich, weil das ist frei zugänglich für Gewerbetreibende auch. Das ist ein Sozialbau, aber für Gewerbetreibende, die können dort auch Büros anmieten. Das ist auch ein sehr schöner Bau, ein sozialistisches Vorzeigemodell aus den 20er Jahren. Und ich wollte dort einen Fahrradraum gründen, weil es keinen gibt, weil ich so ein teures Fahrrad habe. Und da bin ich erst draufgekommen durch einen Mann, der mir erzählt hat, also die Leute werden sich keine 5 € im Monat für so einen Fahrradraum leisten können, weil sie alle von der Mindestsicherung leben. Also da bin ich überhaupt erst draufgekommen, dass hinter diesen ganzen Fassaden lauter Leute wohnen, die überhaupt kein Geld haben und nur mehr von staatlicher Unterstützung leben. Also das ist auch so ein, zum Beispiel wieder so ein Baustein von etwas Erlebten. Und da bin ich dann die Idee mit der Schlafburg gekommen. Ne? Sie haben ja sowohl Dokumentation als eben auch fiktionale Filme gedreht. Ich finde das sehr, sehr spannend. Also gerade diese Mischung, wenn Sie so einen Stoff im Kopf haben, wie entscheiden Sie dann oder was ist ausschlaggebend für Ihre Entscheidung zu sagen, okay, ich mache daraus eine Dokumentation oder ich mache daraus eben jetzt, wie in diesem Fall, einen Thriller? Na, das weiß man schon vorher, ob sich ein Stoff für das oder jenes eignet. Ja. Ja. Also gerade bei sowas hätte ich gedacht, also ne, mit diesen krassen Unterschieden zwischen arm und reich, das würde sich ja geradezu anbieten eigentlich, um auch eine Dokumentation daraus zu machen. Ja, aber der erste Gedanke war ja sozusagen, ich will einen Science-Fiction-Film machen, wo die Leute während des Films draufkommen, um Gottes Willen, das ist ja jetzt. Also das war sozusagen die Ursprungsidee und dann kam erst das danach, ne? Also die anderen Dinge. Die Entscheidung für einen Thriller ist ja auch relativ besonders, so wenn man sich so die Abfolge Ihrer Filme anschaut. Ist gerade dieses Genre eins, das Ihnen besonders am Herzen lag? Ja, das wäre auch dieser Klosterfilm gewesen. Also der Klosterfilm wäre auch ein Thriller gewesen, der nicht zustande gekommen ist. Ja, das haben Sie ja vorhin angesprochen. Mhm. Und, aber warum, was reizt das Sie denn? Das mag ich. Ich mag Thriller auch zum Anschauen gern. Also es ist eines meiner Lieblingsgenres. Warum? Weil ich es mir gerne grusle. Also grusle. Ich habe tatsächlich noch ein Zitat mitgebracht. Und zwar, das war Kritik aus der Presse an Ihrem Film. Und da hieß es, es würde nicht gelingen, dass er wirklich verstört. Und dafür würden auch unter anderem die schockierenden Bilder fehlen. Ihrer Meinung nach braucht es wirklich schockierende Bilder, um einen guten, gruseligen Thriller zu machen? Ich glaube, ich habe schockierende Bilder. So. Was sind für Sie die schockierendsten Bilder, die Sie gewählt haben? Also ich glaube, zum einen diese Schlafburg, also diese ganze Welt der Schlafburg, diese Leute, die so abgeschoben werden, dann Alexanders geheimste Wünsche, also das Baby, das in den Mistkübel geschmissen wird. Also wenn das nicht schockierend ist, weiß ich nicht. Und es sind auch sehr präzise Bilder. Also wie gehen Sie für sich mit Kritik um? Mir ist Kritik wurscht. Das Einzige, was das Problem sein könnte, dass es Leute davon abhält, ins Kino zu gehen. Also es ist eher eine Schadensabwägung oder so. Also es ist sozusagen, mir ist wichtig, wie der Film mir gefällt. Es kann auch vorkommen, dass mir ein Film nicht gefällt und dass die Kritiken es gut finden. Das hilft mir aber nicht. Es kann mir aber schaden, wenn es die Leute davon abhält, ins Kino zu gehen. Ja. Ihre großen Themen neben Arbeit sind ja tatsächlich auch so Familie, Heirat, Glück und Sinn im Leben. Ich finde, das zieht sich ja wie so ein roter Faden sozusagen durch Ihr Werk. Ist das auch was, was Sie direkt spüren, dass Sie das immer wieder dahin zieht und was Sie dann auch selber noch so für sich sehen, wenn so ein Film fertig ist und Sie den für sich gut finden? Ob ich das selber sehe? Ja, ob diese großen Themen, ob Sie die sozusagen noch fühlen können, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, oder ist es dann fertig? Sie sagen, es ist gut, es ist mir jetzt egal, ob es jemand kritisiert oder nicht. Ich finde es für mich gut, es ist durch und jetzt hin zum nächsten. Oder ich hatte das Gefühl, als ob es sich so durchzieht durch Ihr Werk, dass da irgendwas gibt, was Sie noch so zusätzlich antreibt und eben nicht loslässt. Also was auch ein Thema ist, und das ist wieder in diesem Klosterfilm, das ist das Thema Glaube. Das kommt ja auch vor, also sowohl in Life Guidance als auch bei What is Love. Mhm. Das ist auch ein Thema, das mich nicht loslässt. Sie sprechen jetzt wieder den Klosterfilm an. Ist es denn einer, den Sie jetzt angehen? Und ja, machen? Möchte ich machen, ja. Mhm.
Möchten Sie oder ist es schon geplant? Nein, das möchte ich. Also muss man wieder die Finanzierung versuchen, ja. Was ist es speziell an Glaube, was Sie da fesselt? An dem? Dass ich selbst mal geglaubt habe, dass das für mich starkes Thema im Leben war. Dann habe ich wieder weniger geglaubt. Das ist so eine Phase, die immer wieder kehrt und also sozusagen, das beschäftigt mich immer wieder, ob ich jetzt glaube oder nicht glaube. Wovon hängt das ab? Das weiß ich nicht. Gab es denn so einen Moment, wo Sie dann weniger geglaubt haben? Ab dem, oder? Ja, jetzt glaube ich zum Beispiel weniger. Aber Sie wissen nicht, warum? Nein. Na, das ist interessant. Das ist tatsächlich, wenn ich jetzt an so ein katholisches Mädcheninternat denke, natürlich auch noch mal extra schwierig. Ich glaube, Sie wollten ja auch dafür die Hauptrolle tatsächlich eine Nonne in den Fokus stellen, oder? Ja, ja, genau. Hadern Sie damit, wenn Sie weniger glauben? Na, ich würde mir wünschen, dass ich mehr glauben könnte. Warum? Weil es schön ist zu glauben. Nur schön oder auch so im Sinne von erleichternd? Und na, schön. Wenn man wirklich glaubt, ist es ja nicht eine Erleichterung, sondern schön. Ihr Film ist ja gleichzeitig auch, hat ja auch diesen Glaubensteil drin, irgendwie an eine bessere Welt, die man sich selber schaffen kann, wenn man nur genug will und wenn man nur genug von sich gibt, bleibt aber gleichzeitig so merkwürdig auch distanziert und kühl in diesem gleichzeitigen Bestreben der Menschen, die das machen wollen, ist, wenn Sie sagen, Sie fühlen sich manchmal dem Glauben fern, fühlen Sie sich manchmal auch dann vielleicht in bestimmten Momenten abgekapselt von der Gesellschaft, in der wir leben, oder? Ja, die Gesellschaft glaubt ja nicht. Meinen Sie nicht? Ja, also die Gesellschaft hat sich ja dem Glauben abgewandt. Das ist ja auch Thema dieses Films, also von Life Guidance jetzt, dass der Glaube verpönt ist. Also ich denke, Glaube ist im Abnehmen. Außer der islamische Glaube, das ist wieder was anderes. Aber katholischer Glaube oder christlicher Glaube ist ja im Verschwinden in der westlichen Welt. Aber Sie glauben ja alle gemeinsam an dieses große Ziel, das dem Sie sich verschrieben haben, dieser Selbstoptimierung. Ach so, das jetzt. Das ist ja auch okay. Eine Form des Glaubens. Ne? Ja. Das ist wie, als würde der christliche Glaube in dem Film quasi dadurch ersetzt werden. Ja, stimmt. Das hat ja schon auch was aus. Also was Verbindendes und zugleich Ausgrenzendes. Stimmt, ja. Mhm. Können Sie sich, also mit dieser Kapitalismuskritik, die sich ja da durchzieht und die zum großen Teil da drin ist, wie sähe Ihre ideale Gesellschaft aus oder was müsste sich ändern, damit es vielleicht für uns alle nicht so endet wie in Life Guidance? Also ideale Gesellschaft fällt mir auch nicht ein. Also sonst würde ich wahrscheinlich eine Partei gründen und nicht Filme machen. Aber ich glaube, dass sozusagen für den Einzelnen die Möglichkeit besteht, glücklicher zu werden, indem man bescheidener ist. Das heißt, nicht so viel wollen. Man kann viel wollen, also sozusagen Ideale wollen oder so, also Liebe oder Familie, aber nicht so viel Geld wollen. Also ich glaube, dass die Leute eher am Glücklichsein hindert, wenn sie so viel Geld wollen. Was ist das Schlechte am Geld? Geld ist per se nicht schlecht, aber die Gier ist schlecht. Warum? Weil sie unzufrieden macht. Weil Gier ja nie befriedigt wird. Ein großes Thema ist ja auch die Einsamkeit, die oft mit dieser Gier einhergeht. Wenn Sie auf unsere Gesellschaft schauen, welche Rolle spielt da Einsamkeit direkt für Sie, also auch wenn es um Ihre zukünftigen Projekte geht? Und Einsamkeit ist ein großes Thema in meinen Filmen. Das hat mich immer interessiert eigentlich.
Also der Alexander, die Hauptfigur in Life Guidance, ist eigentlich trotzdem in einer Familie lebt, wieder einsam, weil er sich eigentlich nicht mitteilen kann. Also seiner Frau nicht wirklich mitteilen kann, ein sehr ambivalentes Verhältnis zu seinem Sohn hat. Sein Vater ist einsam, ist in einem Pflegeheim. Ich glaube, dass Einsamkeit auch ein Wesen unserer Gesellschaft ist, dass es die Gesellschaft quasi produziert, Einsamkeit. Und ich glaube auch, dass deswegen wieder diese sozialen Netzwerke so erfolgreich sind, weil sie wie ein Trostspender sind in dieser Einsamkeit. Es sieht mich wer, es nimmt mich wer wahr und so. Aber es ist nur so ein Pseudo-Hilfsmittel. Ja, das Gefühl hatte ich auch oft, dass ihre Figuren wie in so, also das war auch tatsächlich für mich was Gruseliges, so wie ganz normale Sätze wie ich liebe dich, eher wie aber ein sehr leerer Code daherkam, den man einfach so sagt. Ja. Sie sind heute angereist, gemeinsam mit Ihrem Hauptdarsteller Fritz Karl. Also alles andere als einsam. Ich habe Sie vorhin schon gesehen. Es sah so aus, als hätten Sie große Freude. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel, viel Spaß heute Abend bei Dankeschön. Der Premiere. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren und sich die Zeit genommen haben. Und ich kann allen nur empfehlen, Ihren tollen Film zu sehen. Also mir hat er sehr gut gefallen. Danke und danke für das schöne Gespräch. Dankeschön.